Ja. Wo bist du gerade? Ich musste noch mal kurz in die Wartung runter. Ich bin gleich wieder oben. Auszuziehen. Das hat sich eingebrannt, das können wir nicht. Zieh es aus! Hörst du mir nicht zu? Das geht nicht, das ist jetzt in deiner Haut drin. Wenn die Wärter mich in der Uniform erwischen, bin ich ein toter Mann. Bro, das geht einfach nicht. Tu es. Bitte tu es. Fertig? Ich bin Sarah. Wie fühlen Sie sich? Okay. Das ist die Anästhesie. Und weshalb brauchte ich die? Wir mussten sie unbedingt operieren. Du hattest diesen Klugscheißer Schofield so satt, dass du dachtest, der hat eine ganz heiße Abreibung verdient. Nein, ja. Nein, ich habe ihm nichts getan. Das schwöre ich. Nochmal von vorn. Eine geschlossene Zelle. Zwei Häftlinge. Und einer kriegt ein Brandzeichen wie ein Stier aus South Dakota. Da ist wohl kein Matlock nötig, der diesen Fall löst. Wer ist Matlock? Fernando, Sie machen alles noch viel schlimmer, wenn Sie nicht mit uns kooperieren. Ich sagte Ihnen doch, dass ich ihn nicht verbrannt habe. Ich habe ihn nur so gefunden. Ach, nur so gefunden? Er hat sich ganz seltsam verhalten, als wir auf die Zählung gewartet haben. Und er hat mächtig geschwitzt. Aber weil er ja sowieso sehr verschlossen ist, dachte ich, ich frage nicht weiter nach. Und mitten in der Nacht bin ich aufgestanden, weil ich mal kurz für kleine Häftlinge musste. Und da lag er, mit dem Gesicht auf dem Boden. Verarsch uns ja nicht, Junge. Fragen Sie ihn doch selbst, wenn er aus der Ambulanz kommt. Es ist so, dass ich ihn nie angerührt habe.